Nein. Rückkehr. Da muss ich nicht laufen. Denn ich bin faul. Südwaldtaverne. Nun, was geht es? Ihr seid vielleicht ein Anblick. Was kann ich für euch tun? Ja, ich bin ein Anblick. Sagt mir was über finstere Gestalten. Wenn die von euch gesuchten finsteren Gestalten Kamonatong sind und sie sich in Balmora aufhalten, so findet ihr sie in der Ratstaverne. Das ist hier das Stammlokal der Kamonatong. Der Kundschafter ist dann Vadusa Satyron. Marasa Aren muss der Pfandleiher sein. Der Dieb ist bestimmt Madrale Tirith. Sofor Tradrel ist der Gelehrte und Tanelen Velas ist der Schmied. Ja, wer solche Namen hat, gehört schon allein getötet für diese Namen. Das meine ich ernst. Nein, eigentlich nicht. Aber sie werden sowieso sterben. Aber erstmal. Moment, das sind Dunkelelfen alles. Egal. Scheiß drauf, ob das Dunkelelfen sind. Wo ist mein Angeist? Aber es ist bestimmt auch ein kleines Bettchen, in dem ich mal kurz meine Mana auffrischen kann und meine Ausdauer. Ausdauer ist was Schönes. Ausdauer ist was Schönes. Moment, Moment, hier rein. Den Schmied haben wir ja schon getötet. In Bezug einer anderen Mission. Als Verdächtigen für den Mord von Ralen Lalo. Nee. Oh nein, lasst mich doch endlich in Frieden. Nein! Niemals! Ist geil. Das war so klar! Warum ist jetzt solcher Krach draußen? Oh. Trommelwirbel, höre ich. Ah, die Karawane zieht weiter, ja. In euren Trauben redet ihr mit einer Gestalt mit einer goldenen Maske. Fürst Neriva Induriel, Hairis Darina. Lang vergessen, neugeboren. Drei logen euch an, drei belogen euch. Einer, den ihr betrog, war aufrichtig. Fürst Vorin Dagot, Dagot Ua, treuer Gefolgsmann und Freund, bittet euch, zum Roten Berg zu kommen. Unter dem Berg könnt ihr den Bann brechen, den Fluch brechen und die Enver aus Morven vertreiben. Ach, deswegen ist draußen jetzt so ein Krach mit dieser Karawane. Ach. Die wollen mich zum Roten Berg lotsen. Die Ekelhaften. Warum denkt ihr nur, dass ihr jedermann belästigen könnt, wie es euch gefällt? Weil du des Todes bist. Jetzt werdet ihr sterben! Dummkopf! Du bist selber Dummkopf. Dies wird euer Ende sein, Swit! Jetzt werdet ihr sterben! Nein, das sehe ich nicht so. Moment, du gehörst nicht dazu, oder? Vano Seran. Du musst auf jeden Fall getötet werden. Du da auch. Erstmal live holen. Mach mal. Streichen uns mal an dir vorbei. Wohltat, bla bla bla. Du warst doch der Wirt, oder? Ich will dich nicht töten. Du bist der Wirt. Du bist der Wirt. Du bist der Wirt.
4400. 440. Ja. Ja, wenn wir rausgehen. Und zum Glück haben wir Levitation. 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 Die Wache wird uns jetzt sowas von ans Leder wollen. Oder auch nicht, weil niemand angelaufen kommt. Na ja. Kehren wir zurück zum Typus. Durch die Luft zu reisen ist doch viel angenehmer, ne? Gut, dass ich den Stab aufgesammelt habe. Speichern! Ich habe von euren Verbrechen gehört. Ihr solltet euch vorsehen. Oh ja. Ich sehe, dass ich um alles gekümmert wurde. Und für den Fall, dass es Probleme mit dem Gesetz gab, habe ich mit meinen Freunden gesprochen und einige Dinge geregelt. Und ich habe das schöne Geschenk vom Kaiser gefunden. Hier, es scheint ein Ring zu sein. Ein sehr schöner Ring. Ich fürchte, dass keine Nachricht dabei war. Kein Liebesbrief vom Kaiser. Aber ich lasse den Kaiser wissen, dass ihr ihn erhalten habt. Schließlich wird er erfreut sein. Sicherlich wird er erfreut sein, ja. Licht doch offen. Licht doch offen. Licht doch offen. Soldat. Soldat. Ach, immer das mit dem Betten. Immer das mit den Betten. Egal. Gibt's vielleicht ein Bett, wo ich schlafen kann? Wir gehen zur Dwemer-Ruine. Endlich mal. Aber wir werden sie erst in der nächsten Folge erkunden. So viel Zeit muss sein. Wie ist eigentlich? 5. Wie viel brauche ich bis Veränderung? 3. Ja. Dann bringe ich das dann offscreen auf 50 für nächste Mal. Gua! Bitte Gua! Ich will zum Gua! Gua! Gua streicheln! Gua nicht streicheln! Gua! Böse, gemein! Warum? Sag es mir! Warum bist du gemein? Böser Gua! Böser Gua! Böser! Ich habe an dich geglaubt und du verrätst mich! Das ist gemein zu mir. Zauberstab. Liebe dieses Teil. Liebe Levitation. Juhu. Noch ein Gua. Ich hätte eigentlich sowas gedacht wie Klippenläufer. Aber Klippenläufer. In diesem Gebiet. Im Olag Amur. Wo gibt's denn so? Ja, der Gua kann es auch kaum glauben. Hier soll es Klippenläufe geben? Nein. Sie sind zwar hier in Molag Amo genauso viel weit verbreitet wie im Arschland, aber hier gibt es doch niemals Klippenläufer. Nein. Warum soll es hier Klippenläufer geben? Klippenläufer sind sowieso nur ein Spielbug.
Das ist auch kein Klippenläufer. Da ist auch keiner. Nirgendwo sind Klippenläufer. Du Arsch! Du gemeines Biest. Ich werde dich zu einer Lüge machen. Du bist eine Lüge. Also verschwinde so. Man sollte dich auch so behandeln wie eine Lüge. So. So, Lüge weg. Ist auch weg. Sperr verbessert auf 18. Das ist schön. Pestkrank bist du. Komm, mobben wir noch ein bisschen den Kagoti da hinten. Kagoti! Obwohl, hier war noch so ein Qualmakundschafter da. Der meinte, voll der Pro zu sein. Ich dachte, ich hätte dich jetzt mit einem Schlag getötet. Gegenstand nicht genug aufgeladen. Kagoti! Du wolltest furzen, hä? Du wolltest furzen? Du wirst nicht furzen. Furzen ist illegal. Und da ist noch ein Klippenläufer. Ich dachte, ich hätte dich zu einer Lüge gemacht. Wie der Kuchen und die Pizza. Die Pizza ist eine Lüge, ja. Dank mir. Stab. Der scheiß Zauberstab. Ah. Der Knochen weiß aber wo. Andro, Stab. Nein. Dich ausrüsten. Bachern. Klippenläufer. Klippe runterschmeißen. Und ist noch ein Ruhr. Hallo, Klippenläufer. Ich bin aufgeladen. Was haben wir denn da unten? Ein Flamm. Adrona. Und ein Klippenläufer. Und noch mehr Viecher. Ach, nö. So, Flammen-Atronach. Da brauchen wir bessere Geschütze. Wo warst du? Da unten bei Seeklippenläufer. Seeklippenläufer. Hallo! Mein Gegner standen. Ja, aua. Ja, hol dir den Klippenläufer noch als Verbündeter. Genau. Klippenläufer, du bist ein verdammter Verräter. Meine Zeit läuft gleich ab. Aber ich mach den Kampf noch zu Ende. Lebensenergie, Life Energy. So, zwei von euch. Doppelte Lüge, oder wie? Double Lie. Eine doppelte Lüge. Wusste ich doch, dass du noch was hast. Unser erster Flammenatronach, den wir getötet haben. Lustig finde ich ja, er ist männlich. Die Flammenatronache in Oblivion und Skyrim sind weiblich. Und da ist meine Spur von Klippenläufern. Was auch so toll wäre, du machst die Haustüre auf, unten als Fußabtreter ein Klippenläufer. Ja! Das wäre es für Marco. Muss ich ihm nachher mal sagen. Marco, ich habe eine tolle... Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich einfach nicht gesehen. Und ihr... seht offenbar mich nicht. Egal. Ich verabschiede mich schon mal. Irgendwie an der Stelle. Töte Klippenläufer noch nebenbei. Und sage dann, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir in die Ruine gehen und weiter erkunden. Denn wir haben ja den Schlüssel vor keine Ahnung wann bekommen. Und Rabbi hat es sich ja so sehr gewünscht. Wann machst du endlich die Ruine? In der nächsten Folge, Rabbi. Freu dich!
Und die anderen freut euch auch. Also bis dann.